Britney Sardi für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order. Ja, hallo, Leutchen. Gegrüßt seid ihr. Muss hier nochmal die Kamera anmachen inzwischen. Wie geht's bei euch? Hoffe auch gut, oder? Ja, Mensch, was haben wir hier heute? Ist Donnerstag, nee, Dienstag. Haben wir erst Dienstag. Der 12. Februar 2013. Ja, und die Welt in Not. Ne? Was das damit auf sich hat, werden wir im Laufe der Sendung diskutieren. Ihr wisst, habe ich ja immer auch eine kleine Veröffentlichung zu jeder Sendung. Die gehe ich dann gleich mit euch durch. Ja, und natürlich sind alle Hörer auch von milen-fm.net herzlich gegrüßt in dieser Sendung. Und herzlichen Dank auch für die Musik, die uns hier immer von Künstlern zur Verfügung gestellt wird. Und die hatten wir beispielsweise gleich am Start der Sendung Boys. From the bottom, grab them legs. Jo, also, ne, das ist Boiler Boys. Okay, das ist also klasse, dass ihr hier drin seid. Ihr seid ja auch schon im Chat hier mächtig aktiv, ganz fantastisch. Hier sagt jemand, der Wellblech-Indianer, guten Tag, meine liebste Bande der Welt. Ich wünsche euch einen faschingsmäßigen Detlef-Nachmittag mit oder ohne päpstlichen Beistand. Ja, noch ist er ja da, ne? Also, ist noch nicht weg. Okay, ja, also herzlichen Dank dafür, aber nicht hier gemütlich nach hinten in den Lehnstuhl lehnen, sondern aktiv mitmachen. Das könnt ihr, indem ihr hier beispielsweise im Chat natürlich auch eure Infos posten könnt, aber natürlich auch unter meiner E-Mail-Adresse radio@wakeness.net könnt ihr mir eure Informationen, Ansichten, Fragen oder sonst irgendwas zusenden. Radio@wakeness.net, ich sagte es. So, und wenn Musiker zuhören, Leutchen, ihr könnt mir eure Musik hier gerne reinschicken. Ne? Die können wir dann hier super spielen. Und nicht nur bei mir, sondern das hört man ja dann auch noch woanders. Ihr wisst, ich lade es dann auch bei YouTube hoch. Deshalb sollte das immer etwas sein, übrigens, was nicht irgendwelche Rechte Dritter beinhaltet. Sonst gibt es immer ein ellenlanges Theater mit denen. Da habe ich jetzt also viel solche Fälle gehabt, auch von Musik, die, wo ich eine Genehmigung hatte, ja, die zu verwenden, machen die trotzdem, ja. Also auch nochmal ein Tipp an alle Musiker, die ihre Musik an solche Internet-Download-Börsen vergeben, für einen kleinen Obolus. Immer dafür sorgen, dass ihr denen nicht 100% der Rechteverwertung gebt. Das ist immer ungünstig, dann könnt ihr es nämlich nicht mal mehr selber promoten. Dann kriegt ihr vollständig überall Ärger die ganze Zeit und das ist die Sache nicht wert. Ne? Okay, ja, das mal so vielleicht ganz kurz vorab. Nochmal so ein kleines Feedback zum Wochenende. Wir hatten also da am Samstag ja eine Sondersendung mit dem United We Strike Radio Marathon, der auch wieder über die verschiedensten Zeitzonen ging, ist super gelaufen. Und auch nochmal herzlichen Dank für euer Mitmachen. Ist immer wichtig. Ich weiß, das ist nachher für einige nicht so einfach, den englischen Lauten zu folgen. Aber dennoch, wir sind eine große Initiative geworden. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir uns miteinander vernetzen. Trotzdem natürlich immer noch individuell sind und arbeiten und machen und tun. So ist es zum Beispiel so, dass wir bei United We Strike in unserer Initiative überhaupt gar nicht um Spenden betteln oder bitten oder wie auch immer. Das heißt, wir machen das komplett frei. Wir schalten auch keine Werbung, ja, bis auf vielleicht mal das, was für einen selbst wichtig ist für die Sender. Aber nichts Kommerzielles. Das heißt aber nicht, dass die anderen, die da immer mit involviert sind, egal aus welchem Land, die müssen natürlich auch irgendwie überleben. Ich natürlich auch. Das sage ich auch immer noch mal wieder. Brauche auch Unterstützung. Und ich habe ja auch keine kommerzielle Geschichte hier, sondern bin also, wenn man so will, Hörer und Nutzer unterstützt. Ja. Okay, man kann natürlich auch mal hier bei mir so eine Werbung platzieren, aber gut, das ist, ja. Das ist eigentlich,
Damit kann man nichts verdienen, wenn man das so sehen will. Das ist also ein rein nicht kommerzielles Unternehmen. Aber eben keine Rechtsform Unternehmen, sondern Unternehmen als etwas unternehmen, etwas machen, etwas tun. Ja, gut, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne? Und Anna hat ja gesagt, ich sollte hier mehr Deutsch reden. Gut, aber da wir ja international auch sind, ist das immer notwendig, auch mal Englisch oder mal eine andere Sprache zu sprechen. Das ist halt so. Ne? Wir sind Globalisten geschädigt, sozusagen. Und hier ist auch schon mächtig was los, ganz prima. Ja, und was hat es jetzt hier mit dem heutigen Thema so auf sich? Das werden wir jetzt mal kurz durchgehen. Ich veröffentliche ja immer zu meinen Sendungen auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com einen entsprechenden kurzen Artikel, damit man ungefähr weiß, um was es vielleicht geht. Ja, und da habe ich jetzt Folgendes geschrieben unter dem Titel Die Welt in Not. Journalisten aller Couleur in aller Herren Länder werden verfolgt, ausgespäht, es wird bei ihnen eingebrochen, die E-Mails gehackt, ganz offiziell. Von wem? Ja, richtig. Ne? Von denjenigen, die uns eigentlich dienen sollen, dem Volk, dem Chef des Staates. Warum? Ja, weil sie unbequeme Wahrheiten ans Licht bringen. Die Missstände, die Korruption, die Verbrechen, die Verschwörungen, die Missetaten, bis hin zu Rechtsbeugung, Lug, Betrug, Plünderung, organisiertem Verbrechen und sogar Massenmord. Warum lassen wir das zu? Weil man uns mittels der propagandisierten Matrix-Medien Sand in die Augen streut, echte Aufklärung bekämpft mit allen Mitteln. Täglich erreichen mich Hilferufe und Nachrichten von durch Behörden, bewaffneten, uniformierten, verfolgten, gedemütigten, geschundenen Menschen. Es laufen hier Szenarien ab, dass man merkt, dass man wie in einem mehr oder weniger offenen Vollzug lebt. Also Strafvollzug. Ja. Gefängnis heißt es. Ganz krass sticht hier die BRD hervor, die offenbar eine Knast- und Polizeistaatpolitik gnadenlos durchsetzen will im Dienste der Bankster, die dieses Konstrukt völlig beherrschen. So zeigte die kürzliche Razzia, veranlasst durch die BRD Hessen, Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, dem Sitz der EZB, der Großbankster, in der Stadt, wo auch die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH ihren Hauptsitz hat. Was ist da eigentlich noch was eigentlich dazufügen können? Ich muss das aber noch bei Rechtschreibfehler, habe ich gerade gesehen, ausmerzen. Und das ist übrigens die Stadt, wo die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. Und ihr wisst sicherlich, wo, das habe ich auch schon mal ein paar Mal gesagt. Ja, genau, in der Rothschild-Villa. Denn Frankfurt am Main ist sozusagen die Geburtsstätte der Rothschild-Mafia. Tja, das hätte ich auch noch dazu schreiben können. Ne? Aber eben in Frankfurt hatte ja auch die Occupy-Bewegung massiv vor Ort demonstriert, ja, dass alle Macht von den Bankstern ausgeht und nicht vom Volk, wie es im Grundgesetz verankert steht. Die als Behörden getarnten Jobcenter-Firmen haben eine Hatz auf die Menschenrechte der sozial schwachen Menschen gestartet. So werden junge Frauen an Bordells vermittelt. In den behördeninternen Foren unterhalten sich die Jobcenter-Mitarbeiter ganz offen und ungeniert bereits über die Verwendung der Organe von hilfsbedürftigen Anspruchstellern des ALG II, Arbeitslosengeld II heißt es,
Und das ist der BRD-Jargon oder das Neusprech für Sozialhilfe. Ja, damit wieder Geld in die Kasse kommt, wie jetzt gerade geschehen in der Stadt Duisburg, Nordrhein-Westfalen. Und nachdem sich also einige Verbände, einige Initiatoren, einige Aktivisten dagegen ausgesprochen, protestiert haben, bei der Stadt Duisburg gab es sogar mal eine kleine Entschuldigung. Och, versehen, och ja, gucken wir demnächst mal. Ne? So ungefähr. Also, es hat eine Verrohung der Sitten seitens der Behörden gegenüber dem Menschen, dem Chef, stattgefunden, die seinesgleichen sucht. Man mag sich mit Schaudern an die Zeiten während der NS-Diktatur erinnern. Andere Regierungen, allen voran die USA, Griechenland, die EU, sind in den Strudel des Faschismus geraten. Die Grundrechte, Verfassungen werden ausgehöhlt, werden negiert. Mittels der Schlagstockpolitik mit gedungenen, bewaffneten Uniformierten, auf Steuerkosten des Volkes natürlich, wird eben auf dieses eingedroschen, wo es nur geht. Die DHS, die Heimatschutzbehörde der USA, die wird dort übrigens bereits verglichen mit der Gestapo, ne, hat nunmehr bekannt gegeben, dass in einem Bereich von ca. 100 bis 150 Meilen zu den jeweiligen Staatsgrenzen jederzeit jeder ohne Grund durchsucht, seine elektronischen Geräte beschlagnahmt und Daten davon heruntergezogen werden können, ohne Richter, ohne Anwalt, ohne Rechte. Jeder, der in die USA reist oder reisen will, egal ob privat oder geschäftlich, sollte sich überlegen, ob er oder sie das überhaupt noch tun soll. Ja, die US-Regierung will sich isolieren, sperrt so seine Bürger, seine Menschen mit einem verfassungsfreien Gürtel ein, um nach Herzenslust dort die Menschen gängeln und terrorisieren zu können. Wollen wir das tun lassen? Wie lange dauert es, bis das auch hier in Europa so sein wird? Erste Informationen dazu liegen doch schon vor. Man will wieder Grenzkontrollen, Personenkontrollen einführen, ja, in Schengen-Gebiet. Autos sollen durch Drohnen aus der Luft beobachtet, angehalten, vielleicht sogar beschossen werden. Drohnen fliegen schon. Und die bewaffneten Drohnen sind schon bestellt für uns. Leute, aufwachen! Wir sind bereits mitten im schlimmsten, gefährlichen Faschismus, in der Hand nur weniger, unter Ausnutzung der willfährigen, weil dummen oder verschwörerisch tätigen, bewaffneten Uniformierten. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das öffentlich machen. Ja, und wie gesagt, da muss ich jetzt gerade nochmal etwas damit der Rechtschreibung beschäftigen. Ich habe gerade gesehen, da sind noch ein paar Kinken drin, aber ich musste das schnell hochladen vorhin und hatte keine Zeit, weil ich noch was anderes erledigen musste, das nochmal Korrektur zu lesen. Aber vielleicht machen wir einen kleinen Quiz da draus. Wer alle Fehler findet, kriegt nachher einen schönen Applaus und postet mir das hier entweder rein oder schickt mir eine E-Mail. Ja, wir sind ja alle Menschen. Nichts ist perfekt. Ja, aber der Sinn, der stimmt auf jeden Fall. Okay. Ja, etwas habe ich darin jetzt noch nicht so explizit erwähnt, aber ihr wisst und wartet darauf, dass wir natürlich auch über das Thema vom Papst reden. Und das werden wir auch, gell? Ja, also ihr seht, die Welt ist in Not. Ich denke, das ist der richtige Ausdruck. Ja, die Alarmsignale gehen eigentlich überall und jetzt müssten es ja auch mal diejenigen gerafft haben, die bislang immer weggeschaut haben, ja, oder
wie soll ich sagen, ja, also irgendwie ja gesagt habe, ach, wo ist denn ein Problem? Wir haben doch kein Problem. Ich verdiene doch genug. Oder so, ne? Oder ich habe keine Zeit, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ich muss arbeiten. Ja, bis dann zu spät ist, ne? Und ich habe jetzt viele auch so private Gespräche geführt und habe dann gefragt, ja, ich verstehe das nicht, warum die alle so in die Unterhaltung, so unterhaltungssüchtig sind, ne? So unten gehalten werden wollen. Man kann ja auch mal einen auf dem Boot zaun, wenn die Arbeit geleistet ist, aber nicht nur. Und vor allen Dingen nicht als Ersatzbefriedigung. Und ihr schreibt eine Ja-Vogel-Strauß-Taktik. Genau. Aus dem Chatraum. Ne? Okay. Ja, es ist also wirklich wild, was hier abgeht. Aber eben, wie gesagt, viele drängen es zur Seite, wollen es nicht wahrhaben, was wahr ist. Und das war immer schon ein Problem. Denn auch, glaube ich, in der dunkleren Vergangenheit unserer deutschen Geschichte gab es vielfältige solche Fälle, dass die Leute hätten aufstehen müssen, als sie merkten, dass es verkehrt läuft, spätestens dann. Aber gut. Wir machen alle Fehler, das weiß ich. Ich bin auch nicht perfekt, ihr seid vielleicht auch nicht. Aus dem Grund, ja. Aber man muss dann trotzdem darüber nachdenken, wenn man einen Fehler erkennt, dann muss man daran arbeiten, ihn vielleicht zu verbessern, wenn es so gravierend ist, dass es notwendig ist. Also die Textfehler mache ich dann schon noch. Aber das ist ein bisschen schwierig während der Sendung. Müsste auch noch ein bisschen Geduld haben. Ne? Wer das jetzt verlinkt hat mit den Fehlerchen, machen wir einen Quiz draus. Ne? Quiz ist immer schön. Und da, nee, das ist Drüberhaltung, weil dann muss man sich mit dem Text wirklich auseinandersetzen. Das intensiviert die Lernaufnahme dieses Textes so viel besser als in der Schule. In der Schule wirst du für Fehler machen bestraft. Wir sollten dies genau umgekehrt machen. Fehler in die Texte reinbauen und dann sagen, such die Fehler. Ja, und dann zensiert die Lehrer. Ja, das wäre doch ein Riesenspaß. Das wäre mal eine Didaktik, die wahrscheinlich zum Erfolg führen könnte. Aber wir dürfen jetzt auch nicht zu viel verraten, sonst machen die das nachher und dann haben sie doch noch Erfolg mit ihrer Propaganda. Ne? So, einen Schluck Tee trinken hier. Okay, also ich habe da schon angefangen, einige Links in meinen Artikel einzubauen. Der Hauptlink dort ist natürlich also wakenews.net News, weil ich da natürlich immer die täglichen Neuigkeiten auch aufführe. Aber ich werde die anderen Links, die wir heute auch besprechen, da noch mit reintun. Ich bekam auch die Meldung, wir hatten beispielsweise in einer der letzten Sendungen darüber gesprochen, dass wir so Briefe auch an die BRD-Finanzämter schicken, mit einer bestimmten Formulierung, die ich nur verlesen hatte. Das Dokument hatte ich noch nicht hochgeladen, mache ich aber dann nach der Sendung noch bei dem jeweiligen Blog vg.wakenews.wordpress.com. Ja, das wollte ich noch mal schnell sagen. Ja, da siehst du mal, ne, dass man alles verspricht und nicht dazu kommt. Ja, aber ist gut. Aufmerksame Leser haben, ganz klasse, die also dann solche Informationen zur Verfügung stellen oder hartnäckig nachfragen. Oder? Genau. So, was steht hier? Die Ratzinger-Nummer war eine kodierte Botschaft. Nee, das geht wieder zu schnell. Mit Bezug zu den Prophezeiungen des Malakia, der den Untergang der römisch-katholischen Kirche während der Regentschaft des 112. Papstes vorhersagte. Benedikt war nach seiner Rechnung dann der 111. Und mit der Bekanntgabe des Rücktrittstermin 11.2. kann man eindeutig einen Bezug herstellen. Genau. Das alles abgesprochen. Ja. Aber wir wissen es ja auch hier bei dieser Bande der neuen Weltordnung, die also hier die Tyrannei über die ganze Welt ziehen, seit einiger Zeit. Da sind immer mehrere Ziele dahinter, was alles abläuft, und das können wir gerne diskutieren. Ja, also als erstes kurze Information. Habe ich auch gerade auch noch vor der Sendung gehabt, deswegen war ich auch ein bisschen beschäftigt. Jetzt haben Sie
den Bruder von Herrn Landwirt Martin Deschler gestern Abend festgenommen. Ja, der war irgendwie die wohnen da ja in Grenzach-Wielen, also im Ortsteil Wielen. Das ist so ein kleines Nest. Da hatten sie natürlich Faschingsumzug am 11.02.2013. Und da sind die irgendwie abends, wollten sie nach Hause und haben die alles abgesperrt. Da gibt's nur eine Hauptstraße. Ne? Die wurde komplett gesperrt. Wo willst du dann noch herfahren? Und dann so kurz vor Ende, so 8:50 am Abend, bis 9 hätte die Sache gehen müssen, haben sie die Absperrung immer noch nicht abgebaut und hat er sich mit dem Auto, wollte er schnell vorbei und da wurde der angehalten vom Feuerwehrmann. Hier ist noch alles abgesperrt. So ich die nach Paragraph so und so. Und dann hat er sich aufgeregt und dann, dann hat der Feuerwehrmann Polizei gerufen. Die kamen die mit 10 Mann, haben ihn niedergerungen, den Bruder. Er saß mit dem Martin in einem Auto, hat ihn rausgezerrt, festgenommen. Dem Martin Deschler, der hatte dann schnell mich angerufen, also ich habe das teilweise mitgekriegt, am Telefon. Ja, also das Handyverbot ausgesprochen, er dürfe nicht mehr telefonieren, obwohl er gar nichts damit zu tun hatte. Und haben sie ihm sein Handy weggenommen und dann haben sie den abgeführt, ohne zu wissen, wohin. Und es war arm kalt, ne, draußen. Und dann wollten sie auch noch das Auto abschleppen lassen. Und dann haben sie wenigstens in Martin das Auto, die Autoschlüssel gegeben. Und dann, also das war eine absolute Tyrannei. Ohne irgendeinen Befehl, Haftbefehl oder was weiß ich, irgendwas. Gell? Also, haben sie dann reinfällen in die Polizeiposten geschafft. Und ja, kein Mensch wusste Bescheid. Und dann haben wir heute Morgen und Vormittag versucht herauszufinden, was jetzt läuft. Und dann hatte man dem Bruder gesagt, dem Martin, er wäre nach Lörrach wieder in diese justizvollzugsmittelalterliche irgendwas Verlies Gefängnis da gebracht worden. Das war aber dann doch anscheinend nicht so. Also komplette geheime Polizeiaktivitäten hier. Es wird keine Information rausgegeben. Wir haben dann versucht, das rauszufinden. Dann ist er anscheinend immer noch in Rheinfelden. Dort gibt es überhaupt keine vernünftigen Gefängnisse. Was kann ich, wie sie den da unter... Kein Mensch weiß, wo er wirklich ist. Ich habe sofort Presseanfrage gestellt. Dann haben wir Faxe geschickt. Und es ist also unglaublich, was hier los ist. Also die Art und Weise, wie hier mit Menschen umgegangen wird... Klar, man kann ja auch mal ein Verkehrsdelikt oder irgendwas machen, ist in Ordnung, aber dann mit 10 Mann gleich auch befallen und ins Kittchen. Also, wo sind wir hier denn? Wo sind denn hier unsere Rechte, unsere Grundrechte? Ja, er hat doch nicht mal die Möglichkeit gehabt, einen Anwaltkontakt aufzunehmen mit der Familie und nix, überhaupt nix. Mir verweigert man wieder mal die Auskunft. Okay, ich sag das noch. Ja, damit ihr wisst, hier ist auch wieder ordentlich was los. Das Telefon stand hier nicht ruhig. Okay, das nur so am Rande. Wir werden da morgen darüber vielleicht ein Interview machen und dann werden wir am Donnerstag kurz dann berichten, was da wieder los ist. Okay, das nur so als kleine Einleitung. Ne? Posto zum Thema, ne? Welt in Not. Ja, was hier los ist, bevor wir zum Papst kommen, ne, können wir dann schon ein bisschen ausgiebiger darüber diskutieren, keine Frage. Ja, also die Tyrannei der neuen Weltordnung ist voll im Gange, der Faschismus schlägt überall zu. Die FDA, das heißt die Federal Drug Administration, das ist das Gesundheitsministerium der USA. Die lassen einen neuen Impfstoff zu, der mit neuartigem Insektenvirus experimentiert. Ach, jetzt gibt es demnächst keine Schweinegrippe mehr, keine Vogelgrippe, sondern gibt es eine Insektengrippe für uns. Vielleicht wollen sie uns auch so langsam zu Insekten machen, am besten zu fleißigen Bienen, obwohl die bringen sie ja gerade alle reihenweise um hier. Hier bei mir ein paar Häuserchen weiter ist die Hauptzentrale von einem der größten Bienentöter. Ja. Die sind jetzt gerade im Druck. Die müssen wahrscheinlich damit rechnen, dass man ihre
Pflanzengifte weltweit verbietet, zumindest mal für eine Weile. Ne? Das geht dann immer hinter dem Rücken immer noch ein bisschen weiter. Ne? Ja, und da, ja, sind die jetzt, haben die gleich gesagt, oh, da müssen wir hier, dann hat das bedeutet, müssen wir 50.000 Leute entlassen und das und ja, so läuft es dann. Ne? Aber die sind ganz schön angeschlagen, wollen wir mal schauen. Ja. Gut, und das alles nur noch Geschäft und nur noch, ja, wie soll ich sagen, nur noch Schweinerei, das wissen wir ja. Ne? Hier jetzt ganz eklatant, da gab es auch einen interessanten Beitrag hier von der, aus der BRD, ein Pflegenotstand, Altenpflege ist zu einem reinen Geschäft verkommen. Ja? Was da abgeht, unglaublich, ich will das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, da könnt ihr nachlesen, keine Frage, gell? Ja, und in der Schweiz ist es so, dass ja die dort neue Gesetze erlassen wollen und den Managern auf die Finger hauen, also nicht den Aktionären, ne? Die das alles, die also am reinen Kapital, am Zins, auf welche Art und Weise auch immer verdienen. Nein, es geht an die Manager, dass die sich nicht die Taschen zu voll stopfen. Ja, es sind also jetzt auch die Top-Sklaven, werden jetzt angegangen und den, ja, den will man jetzt an so ans Leder und den Schweizer Weltkonzernen geht unter Managern die Angst um. Ja, überall, nicht? Das ist alles natürlich gewollt und gesteuert. Glaub nicht, dass das einfach nur so, ja, mal so aus Versehen oder so, ne? Sondern das sind natürlich die Daumenschrauben der dominanten irrsinnigen Minorität, wie ich sie nenne, die also hinter den Kulissen ihre Mittelsmänner da eingeschaltet haben, um alle zu versklaven, um niemanden zu verschonen. Das müssen wir immer im Kopf behalten. Auch denen, denen es vermeintlich wirtschaftlich und sonst wie gut geht, sollten sie irgendwie in den Fängen der neuen Weltordnung sein, und das sind die meisten, weil alle sind irgendwie von allem abhängig, dann kannst du sehr wohl auch ganz schnell drankommen. Und wie das ist und wie unvermutet das kommt, das konnten jetzt gerade auch 8 Journalisten in der Bundesrepublik Deutschland erfahren, die also ungewünschten und unerwarteten Besuch von einer riesigen, massiven Truppe von bewaffneten Uniformierten erhielten, teilweise auch ohne, dass sie da waren, einfach mal die Tür eingebrochen, mal alles wegnehmen, auseinandernehmen, vor allen Dingen die Datenträger und so, kennen wir doch alles. Haben sie ja bei mir auch gemacht, ne? Und ja, die waren also ganz erschrocken, vor allen Dingen ob dieser Dreistigkeit, das war nämlich natürlich wieder veranlasst, von wem? Hatte ich gesagt, das schon eben eingangs. Von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. In Hesse. In Hesse. Und in Hesse ist, ja, das Finanzzentrum. Und da gab es ja mal einige Proteste, sei es zum Beispiel Occupy, die da dann also gegen diese massive Unterdrückungspolitik des Kapitals protestierten. Und da wurde ja auch massiv gegen Demonstranten vorgegangen, ähnlich wie in Stuttgart 21. Da gab es ja auch mal Leute, die schwer verletzt wurden. Einer hat dort sein Augenlicht verloren. Und das muss wohl irgendeinem der bewaffneten Uniformierten in Frankfurt auch geschehen sein, der dort ja im Einsatz war. Und der muss wohl auch eine Augenverletzung erhalten haben, was traurig ist. Das ist gar keine Frage. Das sollte man in jedem Fall verdammen. Körperverletzung sollte nie passieren. Nie. Ja. Aber es ist offenbar geschehen. Und diese 8 Journalisten, die man heimgesucht hatte, waren offenbar zu der Zeit dort aus Sicht der Staatsanwaltschaft privat unterwegs. Haben sich wahrscheinlich mal so ein bisschen umgeschaut. Ne? Wie schön so eine ja, Protestaktion ist, ne? Frankfurt ist immer mal eine Reise wert, ne?
Also die waren da keinesfalls im Dienst oder ach. Und die Fotos, die sie gemacht haben, ach, das waren wahrscheinlich alles Privatfotos. Ne? Wo es akkreditierte Fotojournalisten sind, die also das hauptberuflich tun. Okay, und lange Rede, kurzer Sinn, ich will das auch nicht alles hier so im Detail diskutieren. Ich bin nämlich dabei, einen dieser Fotografen am Donnerstag hier zu interviewen. Also das wird hochspannend, dass der uns mal erzählt, was da Sache ist. Also dass wir wirklich Insider-Informationen bekommen, soweit es geht. Das sind natürlich auch laufende Verfahren. Ja, also je nachdem, was er uns berichten kann. Und zwar ist das der Thomas Rasloff, also ein weltbekannter Fotojournalist, den sie heimgesucht hatten, also nicht da war. So habe ich es zumindest verstanden. Aber er wird uns das erzählen. Hoffe, dass es klappt am Donnerstag. Schauen wir mal. Gut. Ja, also dann können wir das nochmal diskutieren. Ja, und das Gang und Gäbe ist hier, dass nicht nur in der BRD natürlich, ist auch klar, eigentlich werden überall Journalisten angegangen, wie ich es auch schon nach Eingangs erzählte. Hier beispielsweise die Myanmar-Regierung startet einen Angriff auf die E-Mail-Konten von Journalisten, die über die Zustände dort berichten. Also Terror, der vom Staat ausgeht, oder von der Regierung eigentlich, eher besser gesagt, ist an der Tagesordnung. Ja. Ja, und was dort also abgelaufen ist mit der Hetze gegen den ALG-2-Bezieher, hier beispielsweise gefunden bei gegen-harz.de, aber es ist auch noch woanders veröffentlicht worden. Da wurde das nochmal geschildert, was dort geschrieben wurde. Man muss da immer dabei berücksichtigen, das ist also kein irgendwie so, das sind keine öffentlich zugänglichen zugängliche Foren, wo da gepostet wurde, sondern das war ein offizieller Server der Stadt Duisburg und ist damit dann auch kein privat geführtes Forum gewesen, wo also Unglaubliches bekannt wurde, was die Leute da so untereinander besprechen seitens der Behörden. Und dieses Forum heißt oder hieß, ich weiß nicht, ob es noch gibt, Diskussionsforum der Sozialämter. Ja. Jo. Und war also ein Meinungsaustausch von Mitarbeitern der Hartz-IV-Behörden im Anschluss an ein Interview mit dem Radiosender Deutschland Radio Kultur, der forderte den Organhandel in Deutschland zur Finanzierung des Lebensminimums freizugeben. Also ich hoffe, ihr sitzt alle ganz, ja, nochmal, damit es alle mitgekriegt haben. Dieser Professor Peter Oberender, das ist ein Volkswirtschaftswissenschaftler an der Universität in Bayreuth, der in einem Interview mit dem Radiosender Deutschland Radio Kultur forderte, den Organhandel in Deutschland zur Finanzierung des Lebensminimums freizugeben. Boah. Ja, so China, ne? Quasi, so ähnlich wie China. Soll das dann hier auch sein, nach Sichtweise dieses Professors, und der sagt das bestimmt nicht, weil es ihm gerade so eingefallen ist, das wird wahrscheinlich irgendein Vorstoß sein, derjenigen, die hinter den Kulissen die Strippen ziehen, um alles auszuschlachten, jede Human Resource, ja, jedes menschliche, Verwertbare, auch noch zu kassieren. Und der anschließende Meinungsaustausch da von Mitarbeitern des Hartz-IV-Behördenforums und der Sozialämter ließ einen allerdings den Atem gefrieren und ließ Schlimmstes für die Betroffenen erahnen. Und ich zitiere hier noch weiter aus diesem Artikel: Eine Forderung, die gesellschaftlich extreme Folgen hätte. Denn ginge es nach dem Willen des Volkswirtschaftsprofessors, so sollten Menschen, die akut von Armut betroffen sind, ihre Organe spenden, damit diese ihren kargen Lebensunterhalt bestreiten können. Eine Forderung, die jeder demokratisch gesinnte Mensch eigentlich nur kopfschüttelnd ablehnen sollte.
Jedoch nicht so im Diskussionsforum der Sozialämter. Hier schrieb beispielsweise ein arge Fallmanager, blöder Vorschlag, so steht's da als Zitat, wäre doch nur Vermögensumwandlung. Und ein zweiter findet sogar, allerdings ist das Vermögen dann verwertbar und überschreitet eventuell die schon Vermögensgrenze. Wann endlich mal die Lizenz zum Ausschlachten käme, Organfreigabe, also wie in manchen Ländern die Regel wäre, müsste man solchen Blödsinn nicht diskutieren. Ja, und dieses Forum befindet sich auf dem Server der Stadt Duisburg und ist damit nicht privat. Im Gegenteil, wenn man sich dort anmelden will, muss man eine offizielle Dienst-E-Mail-Adresse vorweisen können. Eine Beteiligung von Dritten wird somit im Vorfeld ausgeschlossen. Allerdings kann man mitlesen, ja, und das wird wohl offenbar in Regel in Anspruch genommen, sonst wäre es gar nicht rausgekommen. Ne? Ja, und hier offiziell zeichnet sich im Impressum der Oberbürgermeister Adolf Sauerland, CDU, ist übrigens inzwischen abgetreten, ne? Der war da auch involviert in diese Geschichte, diese kriminellen Machenschaften mit dieser Love Parade in Duisburg. Da war der also auch eigentlich schon abgesägt, aber hat sich irgendwie dann doch am Stuhl festgeklebt. Oh, jetzt ist er weg. So, also der ist da als Hauptverantwortlich für den Inhalt der Webseiten der Stadt Duisburg eingetragen und somit auch für das Forum der Diskussionsforum der Sozialämter. So. Ja, und die haben jetzt hier also einen Sturm gemacht und es war klasse. Also hier der Erwerbslosenforum Deutschland und eben hier gegen Hartz-D und auch noch einige andere haben da Sturm gepfiffen und dann hat sich die Stadt Duisburg entschuldigt. Aber man sieht trotz alledem, was für eine Gesinnung doch bei vielen oder bei einigen dieser Menschen oder Personen vielleicht eher vorherrscht. Also es ist schon sehr, ja, sehr beunruhigend, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es wurde auch hier schon zum Teil reingepostet, dass ihr hier mir diese Links auch immer hier in den Chatraum mit reinbringt. Vielen herzlichen Dank. Hier steht von Löwensenf. Detlef, grüß bitte ganz lieb von uns allen. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Herrn Deschter und sein Bruder, wir fühlen mit ihm. Danke vielmals. Ich werde es weitergeben. Ja, wie gesagt, das ist zu vermuten, eben bei diesem Deschler, dass da mehr dahinter steckt, als nur irgendwie, irgendwie da nur diese eine Geschichte. Ne? Das war also auch irgendwie klar, weil er musste da irgendwie noch, auch war auf irgendwelche Bezirkspolizei warten oder irgendwas. Keine Ahnung. Okay. Hier steht auch nochmal von mir auch viele Grüße zu den Deschlers vom Simbadischen. Das hört sich badisch an. Ja, das müsste hier in der Nähe sein. Ne? Das ist badisch. Okay. Das war ja auch mal Freistaat. Ne, war das nicht auch mal Freistaat oder so? Oder Fürstentum Baden? Okay. Ja, also ich würde mal sagen, this is all is eine ganz schöne Geschichte. Ja, also das sind die Dinge, die hier so ablaufen in dieser Welt, das sind die Leute, die eigentlich für uns arbeiten, die uns oder mit uns machen wollen, was sie wollen und uns behandeln, wie behandelt man denn sowas? Ne? Schlacht mit Schlachtvieh ist man noch netter, ne? Oder? Naja, okay. Ja, und dann etwas, was wir ja auch wissen, das ist die EU finanziert Trollarmee im Internet, hier genommen von radioutopie.de. Paneuropäische Raumpatrouille, Propaganda, Blitzkrieg der Brüsseler Kaspers steht da als Untertitel. Ich lese es kurz vor, weil es ist schon wichtig, weil wir das wissen müssen. Denn viele beschweren sich ja auch, zum Beispiel bei mir hier in dem Chatraum gibt es auch manchmal so Leutchen, die da so ein bisschen, wo es nicht darum geht, also dass sie sich ungeschickt ausdrücken, sondern wo man merkt, dass es bewusst irgendeine
Streuung von irgendwelchen Informationen sind, die mich oder andere diskreditieren sollen. Das gibt es auch viel bei YouTube oder auch bei anderen sozialen Medien, ja, wahrscheinlich. Und hier steht also, anlässlich der Wahlen des Europäischen Parlaments im Frühsommer 2014 werden Planungen für einen beispiellosen Propagandafeldzug vorbereitet. Der Schlüssel dieser neuen Strategie sind öffentliche Meinungsbeobachtungswerkzeuge. Troll, ist ein bisschen schneller zu sagen. Okay, um in einem frühen Stadium die Debatten in den sozialen Medien und Blogs zu erkennen, die von Bedeutung für Medien und Bevölkerung sind. Rhaeton, ne? Wer kennt Rhaeton? Schaue ich mal gerade hier in den Chat, ob das einer kennt. Wer kennt Rhaeton? Ja? Schreibt sich R-A-Y-T-H-E-U-N, Rhaeton. Wer kennt die? Ja, das kennen gar nicht mal so viele. Rhaeton ist ein inzwischen global operierender Konzern aus den USA stammend, der Waffen produziert und auch in der Informatik tätig ist. Einer der weltgrößten solcher Konzerne, kennt man gar nicht. Ja, Rhaeton ist da richtig geschrieben, vom Peacebringer im Chat. Die machen also Waffen, Kriegsmaterial. Die sind auch Berater der US-Regierung, des Pentagon. Die sitzen also quasi auch so teilweise mit in diesen Think-Tanks, in diesen Denk-Tanks, ja, Denkfabriken, wo man also darüber diskutiert, wie man alles noch schneller und besser zerstören, umwandeln und in die neue Weltordnung bringen kann. Und die haben auch eine Informationsabteilung, wo sie Software entwickelt haben, dass man uns also hier genauestens ausspüren kann, genaue Trends entwickeln kann, merkt, wohin gehen die Leute, daraus ein Muster entwickelt, indem man also alle ja, portablen und stationären Medien überwacht. Ja, das ist einmal alles irgendwo eingebaut in die Software und in die Hardware wahrscheinlich auch, so dass man also dann die Leutchen identifizieren kann. Dadurch, dass du eine IP in der Regel hast oder eben irgendwelche Merkmale, können sie dann eben immer feststellen, ob du das bist oder nicht. Oder war einfach eine Handynummer, ne? Das reicht ja auch schon. Und haben dann also auch vielleicht irgendwelche Funkmöglichkeiten, wo sie das orten können. Ja, und dann können sie ein Muster erstellen von all deinen Bewegungen, die du machst, und können das hochrechnen, ja, wie du normalerweise lebst. Und das, wir wissen ja, ne, Google und Co. und NSA und wie sie alle heißen, haben riesige, große Kästen gebaut, wahrscheinlich nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch, wo man es noch nicht sieht, wie groß sie sind, wo sie all diese Rechner untergebracht haben, um all diese Informationen miteinander zu verknüpfen, denn es reicht ja nicht, wenn man von Billy Joe das kriegt oder von Beautiful Jane, sondern es müssen dann alle, ja, alle müssen erfasst werden. Dann kann man auch ganz fantastisch sagen, also die Deutschen machen das eher so, die Griechen so, die Amis so, ja, und so weiter. Ne? Kann dann auch wieder Korrelationen mit ganz viel komplizierten Strichen und Verknüpfungen herausfinden. Natürlich hat Rhaeton auch seine eigenen Satelliten da oben längst platziert, weil das sind alles militärische Geheimnisse. Okay, ja, das nur mal so ein bisschen noch als Ergänzung zu diesem Thema. Ja, und die Ausgaben für diese qualitative Medienanalyse, so heißt das ganz fantastisch, ne? Wenn du da so, wenn du in der Universität bist oder in so einer Hochschule sitzt, ja, und büffelst und liest das, eine qualitative Medienanalyse. Oh, da fängst du wieder an zu gehen, ne? Schon wieder so ein Statistik-Kram, ne? Aber man muss ja immer hinterfragen, was sind diese schönen Wörterchen? Was bedeuten sie? Und die Ausgaben für eine qualitative Medienanalyse sollen für eine erfolgreiche Schlacht auf 1,7 Millionen Pfund, britische Pfund, erhöht werden. Die Furcht geht um die satten, gerade wieder selbst genehmigten erhöhten Gehälter einzubüßen bei all den Sparzwängen, die den Untertanen von Pan-Europa aufgezwungen werden.
Ja, besonderes Augenmerk muss auf diejenigen Länder gelegt werden, in denen ein Anstieg des Euroskeptizismus zu verzeichnen ist. Das war die EU-Junta. Die Kommunikatoren des Parlaments. Hinterhältige, verkappte Spione wäre der treffendere Ausdruck. Müssen die Möglichkeit haben, die öffentlichen Diskussionen, Stimmungen und den Trend der Meinung in Echtzeit zu überwachen, um sofort zielgerichtet und relevant zu reagieren und damit Einfluss auf das Gespräch zu nehmen, zum Beispiel in dem Fakten- und Zahlenmythen widerlegen, berichtete der Daily Telegraph am 3. Februar 2013 unter Berufung auf Einsicht interner Planungen und Dokumente. Die arbeiten ja auch mit den Geheimdiensten zusammen. Ne? Kommen die dann da auch so ganz einfach ran? Ne? Bisschen was dürfen sie dann berichten davon? Soll ja raus, die Information. Die Leute sollen sich ja empören. Aufruhr ist angesagt. Das ist das Ziel. Okay, denn im Aufruhr erst können sie zuschlagen, dann können sich die Leute gegenseitig die Gurgel zudrücken und Hals umdrehen. Ne? Hätte man so im Mittelalter vielleicht gesagt. Okay, also das vielleicht so nochmal ein kleiner Hinweis auf das, was auch noch auf uns zukommt, wahrscheinlich vermehrt. Und interessant in dem Zusammenhang, da verweise ich darauf, hatte ja jetzt hier der Cameron, das ist der Ministerpräsident der Vereinigten Großbritannischen Reiches, ja, der David Cameron, bei einem Gespräch mit dem Finanzmagazin Bloomberg, wo er so eine Rede hielt, am 23. Januar 2013 zum Ausdruck gebracht. Und zwar seine Rede zur EU. Ja, und die Reaktion, also ich will das nicht alles vorlesen, das sind insgesamt 14 Seiten, die will ich ersparen. Da ist auch viel Schmuh drin, was er da erzählt. Aber so ein paar Punkte kommen da raus, weil ich meine, wir wissen ja alle, der David Cameron selbst ist Milliardär. Ja, nicht weil er sich das erarbeitet hätte oder so. Also er von seiner Familie aus nur Millionär. Aber seine Frau ist Milliardär. Oder deren. Alles Familie, ne? Alles so, ja, irgendwie, ne? Wir wissen ja, wie das geht. Ja, der hat in seinem Leben noch nie ein einziges Mal richtig arbeiten müssen. Wahrscheinlich. Ja. Und ja. Also der erzählt jetzt hier, ja, Leutchen, also inhaltlich, ne? Ist ja alles wunderbar. Wir sind ja sowieso nie richtig in Europa drin gewesen, ne? Also wir sind schon dabei, aber ne, wir haben das nicht gemacht im Euro-Schmuh und so. Wir haben unser britisches Pfund, ne? Das war auch nichts mehr wert, aber wir haben, ne? Und ja. Und da sehen wir hier, alles bricht zusammen hier bei euch in Europa. Ihr habt einen ganz so besonders tollen Job gemacht, ne? Aber wir müssen alle zusammenhalten, ist ja klar. Und ja, eigentlich müsste das ganz anders machen. Der hat den nur so links und rechts, der EU-Junta in Brüssel links und rechts, da vor allem dem Schulz. Max Schulz. Das ist der Apparatschik aus Deutschland. Das BRD. Ja. Okay. Also ordentlich was links und rechts um die Ohren gegeben damit. Und er hat gesagt, ja, also wisst ihr hier, also mit Großbritannien, also wir, ja, also meine Leute, die hier in Großbritannien, die wollen das nicht so. Und wir haben uns hier entschlossen, wir machen eine Volksbefragung, das Volk muss entscheiden, ob sie jetzt in der EU bleiben oder nicht. Ja, und diese Entscheidung wird an 2015 getroffen. Ne? Und sollte jetzt da absehbar sein, dass jetzt hier, und das macht er wahrscheinlich, wenn er gerade Wahlkampf ist, sollte dann die konservative Partei wieder übernehmen, dann bringen wir die Gesetzgebung noch schnell vorher durch, ne, dass das dann umgesetzt werden muss. Also, so unglaublich. Und da sind natürlich ein bisschen erschüttert, hatten erschütterte Gesichter, ne, so der Schulz, ne, und der hatte immer ein erschüttertes Gesicht, aber ja, und der Präsident der EU, ne, von Rompuy, der hat es also auch nicht so richtig mitgekriegt. Der wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Wo ist ja Jesuit, also insofern ist das kein Problem.
Das ist Tagesgeschäft bei dem. Und ja, die sind so ein bisschen erschüttert, ne, weil jetzt der wichtigste Verbündete, ne, City of London, ist abgesprungen. Ne. Sagt, oh, das Ding geht eh in den Bach runter, also verabschieden wir uns schnell vorher da draus. Wahrscheinlich ist wieder so ein Spielchen hinter den Kulissen von Rothschild, der dann sich freut darüber, dass er jetzt auf der anderen Seite wieder was Neues verdienen kann. Wir wissen ja, das ist deren liebstes und bestes Geschäft. Das vielleicht nochmal so ja, als kleine Anmerkung. Ja, also gut, dass der Papst fertig hat, das habe ich schon gelesen. Schon so ein paar Tage hier bekannt. Alle tun so, als wenn sie das nie geahnt hätten. Ja, was? Das kann doch nicht sein. Natürlich, die Leute hier, die Gläubigen, die Katholiken und viele andere vielleicht auch, waren erschrocken. Ja, aber er wird ja erst Ende Februar zurücktreten. Also effektiv, ja. Und er war fast acht Jahre als Chef der katholischen Kirche in Rom tätig. Er gibt vor, er sei jetzt alt, um im Alter von 85 Jahren diesen Job noch weiterzumachen. Ja, okay, er sieht so alt aus, wie er ist, das ist keine Frage. Das braucht man nicht diskutieren. Angeblich hat der Arzt verboten, er könnte keine transatlantischen Flüge mehr machen. Ne? Die haben schon mit Bomben gedroht oder sowas. Ne? Wie auch immer, kann ich nicht sagen, das ist eine Vermutung. Ja. Aber es hat natürlich andere Gründe auch noch und über die können wir gerne gleich nochmal ein bisschen diskutieren. Ihr könnt mir da gerne auch eure Ansicht noch einmal zusenden unter radio@wakenews.net und da ist auch schon wieder einiges da reingekommen. Schauen wir mal. Ja, da hat mir einer jetzt hier ein ganzes PDFchen geschickt und zwar geht es da um den Malachias. Habe zum Weltgeschehen Papst in Klammern NBO ein kleines PDF gestaltet, die Vorhersage des Malachias. Vielleicht können wir das auch gleich einmal zusammen lesen. Das machen wir dann gleich nach der Pause. Ja, dann hat jemand hier ein etwas längeres Ding hier gegeben. Noch schnell hier kommt was. Hallo Detlef, kurze News von heute. Dienstag, den 12. Februar 2013. Milchshake, Bier oder Schnitzelbrot, nur noch per Chip. Als erstes Festival der Schweiz führt das Open Air St. Gallen das bargeldlose Zahlen mit einem RFID-Chip ein. Liebe Grüße nach Basel und mach weiter so. Großes Dankeschön von Marc. Danke dir. Ja, also es geht los, überall die Umsetzung, ne? Oder? Ja, wie gesagt, den Papst machen wir gleich. Ne, da kommen einige Punkte hier hinein. Ja, Gefängnisstrafe Vigiri Millionen Manager, das habe ich schon berichtet. Ist doch klar. Hier kommt nochmal was. Hi Detlef, Ablenkung hoch 3 vom Wellblech Indianer. Ich habe gemerkt, dass scheinbar zurzeit wieder ein großes Ablenkungsmanöver läuft. Bei Facebook kannst du dich nicht einloggen, ohne gleich X-Protestartikel oder sonstige Sachen gegen Nazis. Mir ist aufgefallen, dass von Tag zu Tag zunimmt, dass die Leute zu, das Müllen die Leute zu mit ihren Nazi-Nachrichten und Skandalen. Ich habe das Gefühl, da läuft wieder was ganz Übles im Hintergrund. Aber es ist ja nichts Neues mehr. Mir ist halt nur aufgefallen, wie das mit den Nazis jetzt total überdrehte Ausmaße annimmt. Okay. Ja, gute Punkte. Schauen wir nochmal im Chat hier. Muss jetzt gerade ein paar Fenster auf und zu machen. Ne? Okay. Was haben wir hier noch? Ja. Alle Berliner Bibliotheken wurden diesen Winter auch auf RFID umgeswitcht. Kann ich nur sagen, Leutchen, da keine Bücher mehr ausleihen. Das würde ich nicht machen. Oder, weiß nicht, wie ihr das seht. So,
sowas kommt bei mir, obwohl, das tun sie ja in die Textilien auch schon rein. Ne? Du darfst ja eigentlich nichts kaufen oder du musst jedes, was du kaufst, einmal in die Mikrowelle tun. Aber dann kann sein, dass die Plastikfasern dann auch gleich verschmelzen. Ne? Hast du gleich eine Nummer kleiner. Ja, weiß nicht, ob das funktioniert. Also. Okay, da muss man mal sehen. Ne? Okay, was haben wir hier noch? Das geht immer so schnell hier wieder rauf und runter. Da muss man immer so scrollen hier bei dem Chat. Oder? Ja. Also, schreibt einer hier mal ganz schön in Rot. Ja. Kehre die Aufmerksamkeit um. Das Schlüsselelement zur Kontrolle der Gesellschaft ist es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf unwesentliche Dinge, Ereignisse umzulenken, um sie von wichtigen Informationen über tatsächliche Änderungen durch die politischen und wirtschaftlichen Führungsorgane abzulenken. Jawohl. Das stimmt. Atomtest Nordkorea. Falls du nicht mehr weißt, was du labern sollst, Detlef. Ich laber so. Ja gut, das ist das mit Nordkorea. Okay, was willst du da sagen dazu? Okay, die haben die Atomwaffen geliefert bekommen, die Atomtechnologie geliefert bekommen von den Amis und von den Chinesen. Sie haben sich vor beiden bedient. Die Amis und Chinesen arbeiten zusammen. Dieser Atomtest der Nordkorea ist wiederum auch nur wieder eine Schaumschlägerei, weil ja die anderen machen es doch die ganze Zeit, Atomtests. Ja, da wird nichts drüber berichtet. Und wer weiß, denen geben es natürlich nur eins, was nicht so viel Unheil anrichten kann. Also Nordkorea ist ein reiner Puppenstaat, der auf Anordnung der neuen Weltordnung genau das macht, was sie gerade machen soll. Wir wissen ja, der Boss, der junge Mann, der also den Thron da geerbt hat, der war hier lange in der Schweiz, machte hier so seine Partys irgendwo da in Genf und Umgebung und hat dort immer seine Illuminati-Zeichen gleichzeitig immer. Der steckt da mal voll mit drin in dieser ganzen Clique. Also die Gefahr geht nicht von Nordkorea aus, die Gefahr geht immer nur von den Leuten hinter den Vorhängen aus. Und das ist richtig, was hier der eine sagte. Es gibt immer Ablenkungsmanöver, die irgendwie stattfinden, um uns abzulenken von den Dingen, die wirklich hinter den Kulissen geschehen. Und das ist eben unsere Aufgabe, herauszufinden, um was es da gehen könnte. Das große Ganze kennen wir natürlich schon. Aber die Einzelheiten, die einzelnen Schachzüge dieser Bande, die muss man auch noch ein bisschen im Auge behalten. Okay. Ja, also insofern habe ich jetzt wollte ich eigentlich auf Nordkorea nicht unbedingt so wahnsinnig eingehen, aber ja, ist doch so, ne? Dass man das doch irgendwie machen muss. Ich habe solche Informationen übrigens, was Weltkrieg 3 oder solchen größeren Kriegsgeschichten angeht, auch immer verlinkt bei mir unter Weltkrieg 3, also wakenews.net Weltkrieg 3. Ich habe auf der einen Seite jetzt mal eine Rubrik geschaffen, weil sich einer mal beschwert, wie finde ich da was bei dir auf der Seite? So ein hellblau, da steht drauf, bitte auf die jeweiligen Abbildungen auf dieser Seite klicken, dann kommen Sie direkt zu den jeweiligen Artikeln. Ja, ja, soll mal gesagt werden. Und dann, wenn man was sucht, was man nicht findet auf den Seiten und auf den ganzen Beschriftungen, ob das Politik, Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft, Finanzen, Wissenschaft, Planet X News und News und über uns und Themen und Radio und Partner und was ich finden sollte. Es gibt auch sogar was mit Supporters und Spenden uns. Ne? Spenden, können wir brauchen. Der kann dann zum Beispiel auf Optionen bei Google hingehen, klickt das einfach an und gibt ein Stichwort dazu, zum Beispiel Wake News, Weltkrieg 3, und dann spuckt's ihm das gleich aus. Man kann aber auch X-Quick benutzen. Das ist eine Suchmaschine, die speichert die IP nicht. Ja, so wie bei Google. Bei Google kommt es gleich direkt in den NSA-Computer. Bei X-Quick nicht so. Ja. Da muss man ein bisschen mehr machen. Da muss man auch nochmal Wake News eingeben. Eben, ne? Da ist nicht gleich alles erfasst. Da muss man nochmal Wake News eingeben. Und dann zum Beispiel irgendein Stichwort, wie zum Beispiel JFK. Ja? Steht für John F. Kennedy. Oder irgendwas anderes. Ja, und da kommt man zu der Seite. Es ist natürlich so, dass es eine Fülle von Informationen auch bereits auf meiner Webseite gibt, die ich schon seit 2009
aufgebaut habe, und seit der Zeit sind dort Informationen gelagert. Ne? Und die kannst du nicht alle auf eine Seite bringen, ein bisschen schwierig. Ne? Und vor allem, wenn es so langsam wächst, dann muss man sowieso ein bisschen sehen, wie man das hinkriegt. Und ein halbes Jahr hatte ich die Seite gar nicht zur Verfügung, konnte ich überhaupt nichts dran machen. So langsam bin ich dabei, Archive wieder zu ergänzen. Also wer da nochmal reinschauen will, bei Archiven kann das dann ganz klasse tun. Ja, und jetzt gehen wir in eine kleine musikalische Unterbrechung. Und wir hören Many Things Left Tomorrow von Corpus Delicti. Und gleich sind wir wieder da, Sir Detlef von Wake News Radio. Es wird auch spannend in der zweiten Stunde. Da geht es um den Papst auch unter anderem. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Things left for tomorrow. Tomorrow, Mr. Felsingeth, in him.
Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ist also der Dettler wieder aus dieser kleinen Unterbrechungspause. Ja, ja, muss ja auch mal sein, ne? Von Corpus Delicti. Ja, also wir sind heute am 12. Februar 2013 in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung bei Wake News Radio. Ja, und ich begrüße natürlich auch alle Zuhörer, die vielleicht das erste Mal hier eingeschaltet haben sollten. Bei mir muss man sich anschnallen am Sitz, denn es wird hier kein Blatt vor den Mund genommen. Ja, und das Thema hat es heute in sich, ist ja logisch, gell, weil ja, die Welt in Not ist. Ja, das ist sie natürlich schon eine ganze Weile, wissen wir. Aber es sind jetzt gerade so ein paar schöne Neuigkeiten gekommen. Einiges davon haben wir schon in der ersten Stunde diskutiert. Und da ich ja im Anschluss an die heutige Sendung dann auch alles nochmal wiederhole, kann jeder, der es später eingeschaltet hat oder das nochmal gerne hören möchte, gerne dann
auch das nochmal anhören und ich versuche zeitnah dann auch die ganze Sendung als Video noch hochzuladen. Das dauert manchmal. Es liegt auch nicht nur an mir. Ne? Liegt auch manchmal an der Technik und natürlich auch an denen, wo ich sie hochladen will. Ne? Da hatten wir Anfang Februar eine ganze Menge Probleme. Einer schrieb mir hier, hast du das gesehen? In deinem Video vom 7.2.2013 gibt's ganz viele Stellen, wo der Ton ausfällt. Ja, ich meine, ich unterstelle natürlich immer, natürlich erstmal das Übelste allen denjenigen, die ich als Schlapphüte bezeichne. Aber es kann natürlich auch wirklich technische Probleme gehabt haben bei YouTube. Gell? Das war, da hatten wir so sehr viele Probleme. Inzwischen nicht mehr. Ich benutze auch jetzt inzwischen noch einen zweiten Browser da für YouTube, weil das geht einfach nicht mehr hier mit dem Windows. Das ist ja wirklich, also mit dem Internet Explorer so eine Katastrophe. Aber gut. Das, was uns und die Welt ein wenig aufgerüttelt hat, was die aber längst alles intern, für die ist das ja nichts Neues gewesen, erwartet haben, die Insider, war der Rücktritt von uns Papst. Ne? Von, das wissen wir ja, ne? Der Papst, der ist jetzt zurückgetreten, da hatten wir kurz auch schon in der ersten Stunde gesprochen. Offizielle Begründung, er sei schon zu alt, ja. 85, naja, gut, also es hat, glaube ich, noch niemanden in der übersehbaren Papstgeschichte gegeben, der vorzeitig zurückgetreten ist. Die meisten mussten also von dem Sessel getragen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, verstarben sie. Gell? Ja, eine solche Machtposition, der Vatikan hat ja, ist ja auch einer im Bunde der Illuminati, der Schattenmächte, der ja großen Einfluss hat auf alles das, was auf der Erde geschieht, vielleicht auch, ja, weiß nicht, vielleicht in anderen Regionen auch, weiß nicht, keine Ahnung, sie behaupten es ja, ne? Oder, ich würde mal sagen, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ist eben der Vatikan auch beschuldigt, möglicherweise der Strippenzieher schlechthin zu sein. Damit wüsste natürlich der Papst sehr viel. Umso mehr ist es verwunderlich, dass er dann freiwillig einfach so sein Amt aufgibt, einfach bloß, weil er zu alt ist. Ne? Also er ist schon viel zu alt, das ist völlig klar. Es wurde irgendwo gefragt, meinst du, dass der nicht so alt ist? Doch, natürlich meine ich, dass der alte ist, aber wenn du in der Machtposition bist, dann eben kann man dich lebendig beinahe nicht mehr von so einem Machtsessel wegzerren. Das geht nur mit deinem körperlichen Tod. Ne? Also so war das zumindest bei den Päpsten anscheinend immer schon. Und sein Arzt soll gesagt haben, ja, er dürfe nicht mehr transatlantische Flüge machen und so. Ne? Also sind alles so, da muss man mal aufmerksam zuhören, wenn solche Begründungen gegeben werden. Das klingt nicht besonders logisch. Ne? Aber gut, ich würde mal sagen, hier schreibt einer, der hat die Faxen dicke, Detlef, der Papst. Naja, ich weiß nicht. Also, dass der SV-Stick hinter den Ohren hat, da bin ich sicher und wahrscheinlich nicht nur da, weil ihm wird ja viel angedichtet. Er soll ja auch so Neigungen haben, die sich mit Kindern beschäftigen. Wir haben da auch schon häufiger mal so Indizien gezeigt und auch darüber diskutiert, ohne dass ich mich da hier wirklich drüber ausgelassen hätte, will ich auch jetzt hier nicht tun. Das ist denkbar, aber das damit ist er ja nur im Bunde vieler, ja, der Mächtigen, weil das natürlich auch eine Art und Weise ist, Satanismus auszuleben, das können diese Leutchen dann schon fast in aller Öffentlichkeit tun, weil sie fast unangreifbar sind. Ne? Aber gut, das wird auch vermutet hier und da, dass das dahinter steckt. Aber es gibt auch wildeste andere Vermutungen. Und bevor wir da jetzt auf die kirchlichen Hintergründe eingehen, vielleicht auch hier nochmal ein kleiner Exkurs. Das wurde mir auch zur Verfügung gestellt von einem aufmerksamen Hörer.
nämlich bei politeia.org erschien eine Übersetzung der englischen Originalveröffentlichung von Benjamin Fulford am 28.01. Ja, wo er dann also so einiges auch zum Besten gab und natürlich auch dort seinen Kommentar gab zu den diversen Rücktritten vieler einflussreicher Typen. Ich will ja auch nicht alles jetzt vorlesen, das kann man alles nachholen. Ich werde den Link dann noch dazu in den Übersicht da stecken bei dem Artikel Die Welt in Not bei mywitness.wordpress.com. Aber wo er so im Prinzip sagt, dass es also natürlich hinter den Kulissen auch Kämpfe gibt zwischen den Mächtigen. Und das hat es natürlich immer schon gegeben. China ist ein ganz großer Player. Wir wissen, dass eine Blutlinie auch direkt die Li-Familie betrifft in China, die also auch eine mächtige Fraktion darstellen. Die heißen also nicht alle Li, aber wir wissen ja, die Namen sind nicht immer alle nur so zu verstehen. Die haben natürlich auch alle so miteinander und untereinander und so weiter. Dann wissen wir, wie das ist. Und die sind natürlich auch immer dabei, sich gegenseitig zu bekämpfen. Wir haben da schon etliche solche Berichte auch im letzten Jahr gebracht, über das, was hinter den Kulissen sich abspielt. Und nur für diejenigen, die da auch noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen brauchen, der Benjamin Fulford ist selbst Journalist, hat früher in Matrix-Medien auch geschrieben, kennt den Rockefeller und Konsorten, solche Leutchen, mit denen hat er einfach auch zu tun, journalistisch, hat die befragt und interviewt. Ist selbst auch jüdischen Glaubens oder vielleicht sogar Abstammung, das weiß ich gar nicht, aber wohnt in Japan und ist jemand, der also teilweise ungeheuerliche Geschichten preisgibt, die aber nicht immer unbedingt nachvollzogen werden können. Da muss man also immer das Fragezeichen dahinstellen. Das wurde übrigens bei politeia.org auch so dargestellt, dass man das immer alles mit Vorsicht genießen muss, diese Informationen, weil sie dann doch wie Insider-Informationen klingen, müssen aber vielleicht nicht unbedingt so sein. Es gibt auch Menschen, die eine Menge Fantasie haben. Haben wir ja auch. Wir können uns auch vieles vorstellen. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht Fehlinformationen oder bewusst oder unbewusst sein können. Das will ich aber jetzt hier nicht behaupten. Ich sage es nur der Ordnung halber, dass man vorsichtig sein muss. Er hatte also sehr viel vorhergesagt, gerade in Bezug auf die White Dragon Society. Das ist eine chinesisch-asiatische Brüderschaft sozusagen, eine Vereinigung von verschiedenen Familien und Stämmen, die also auch Leute beinhaltet, die man ins zwielichtigen Bereich, also im kriminellen Bereich vielleicht suchen könnte. Aber sie haben letztendlich den Benjamin Fulford offenbar als Sprecher auserkoren, da immer auch hin und wieder mal so Informationen preiszugeben. Und die haben von sich reden gemacht, weil sie große Strafprozesse führen. Nicht nur Strafprozesse, sondern auch Prozesse führen halt. Vor einem amerikanischen Gericht in New York gegen Rockefeller und andere Konsorten, um von denen eine ganze Menge Geld zu fordern. Und offenbar haben sie da nicht so ganz schlechte Karten, weil die offenbar auch dann miteinander verhandelten. Also irgendwas ist da vielleicht auch wirklich dran, was der Benjamin Fulford dann auch von sich gibt. Natürlich erfahren wir das nicht alles hier so einfach auf dem Tablett serviert, weil sowas in den Matrix-Medien ja überhaupt nicht berichtet wird. Es gibt nur die neuen Medien, die darüber schreiben. Und da ist immer die Frage, wem kann man glauben, wem nicht. Es gibt natürlich auch Auswirkungen, die passieren, die von denen berichtet wird, die dann nicht geschehen oder nicht sichtbar geschehen, wo man sich dann fragt, ja und, was jetzt? Ja? Aber es kann ja auch Entscheidungsänderungen geben, eben aufgrund von Öffentlichkeit oder von irgendwelchen anderen Einflüssen, die dann stattfinden. Aber ich will auch nicht zu weit über die White Dragon Society sprechen. Ich will nur das zum Ausdruck bringen, dass es hinter den Kulissen mächtig zugeht
Und das kann natürlich auch jetzt hier den Papst getroffen haben, der vielleicht entweder das geplant hatte, wobei er sieht eigentlich nicht so aus, ne, in den Abbildungen, die ich gesehen habe, als wie wenn er so ganz glücklich darüber wäre. Aber gut. Angeblich will er jetzt nach dem Rücktritt, dass der also Ende des Monats stattfindet, offiziell, möchte er dann also ins Kloster gehen. Ne? Also zu beichten hat er mit Sicherheit eine ganze Menge. Da wird ihm nicht langweilig werden. Davon gehe ich mal aus. Aber ob das auch alles stimmt, wissen wir nicht. Das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Jedenfalls ist er ein Wissensträger. Man wird ihn also nicht aus den Augen lassen. Vielleicht ist er auch dahin verdonnert, damit man ihn unter Kontrolle hat. Keine Ahnung, wie das dann ablaufen soll. Werden wir dann noch sehen. Es wird spekuliert, wer da möglicherweise in Frage kommt als Nachfolger. Da werden so einige Leutchen gehandelt, die das vielleicht tun. Wir wissen ja, die ziehen sich dann offiziell dann immer zurück in so ein kleines, klein ist es nicht, aber in so einen Bereich, wo dann so nachher so eine Qualmwolke rauskommt, wenn sie sich dann entschieden haben, wer der Nachfolger ist. Ne? Das achten dann, gucken dann alle immer, ne? Kommt die Qualmwolke schon oder nicht? Gut, ich meine, ich bin ja kein Katholik, ich bin also nicht so einer, der jetzt hier, also ja, da jetzt also ja, so völlig irritiert ist davon, dass der Papst zurücktritt oder so. Für mich hat der Papst vielleicht da auch eine andere Bedeutung, schon eine große Machtposition natürlich, aber ist eher so im dunkleren Bereich von mir aus angesehen. Weiß nicht, ihr das seht. Jedenfalls wird auch hier spekuliert, dass er möglicherweise auch deshalb zurückgetreten sein könnte, vom Pulver daraus, ne? Weil jetzt ja die E-Mails vom Bush, von der Bush-Familie geknackt wurden und dort der im E-Mail-Verkehr auch mit dem Papst drin gestanden sein soll, dass ihm dort Vorwürfe gemacht wurden, dass er hinter dem 9-11 stecken würde oder mit dahinter stecken würde, also hinter dem 11. September zum Beispiel, oder auch vielleicht sogar hinter dem 3.11., das war der Atombombenanschlag, so sagt es ja Benjamin Fulford, auf Japan im letzten Jahr im März, am 11.3., wo diese riesen Erdbebenserie kam, was da doch zu diesen auch heute noch unvorstellbaren Auswirkungen von nuklearer Verstrahlung geführt hat. Du hast ja auch nicht mehr viel von. Aber gut, ich meine, so einschlägige neue Medien berichten schon noch auch fortlaufend davon. Aber das hatte uns ja ziemlich beschäftigt im letzten Jahr. Ja, also wie gesagt, da wird sehr viel miteinander vermischt, und wenn man das also jetzt alles durchgehen wollte und diese Verknüpfung auch nochmal diskutiert, was auch noch mit da zusammenhängt, dann kommen wir wahrscheinlich doch nicht weit. Ihr seid wahrscheinlich eher auch der Ansicht, dass man das vielleicht mit Vorsicht genießen sollte, denn alles dieses kann sein, muss aber nicht. So, und jetzt hat er uns ein aufmerksamer Zuhörer hier etwas zugeschickt, und zwar die Weissagungen über die Päpste des heiligen Malachias, die also hier zu finden sind im Original bei Prophetia San Malachia Archiepiscopi de Summis Pontificibus, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, oder auch die Prophetien. Und er hat da in diesem PDF, was ich gerne dann auch anhänge an die an den Artikel als zum Downloaden, das wird er sicher gestatten, ansonsten muss er mir hier noch schnell ein Njet zuschicken per E-Mail, ja, was er also abgebildet hat. Und das will ich gerne zitieren. Wir wissen ja, Prophetien sind immer Offenbarungen von Geheimnissen. Es läuft ja alles auch irgendwie so ab. Wir stecken ja auch unter dem Eindruck, dass die Bibel so eine Art Drehbuch auch darstellt, wer immer das so zusammengestellt und nachher letztendlich auch vielleicht so manipuliert haben könnte, wissen wir nicht. Aber es sind sehr viele Dinge, ja gerade auch in der Johannes-Offenbarung, die dort genannt werden in der Bibel, im letzten Buch des Neuen Testamentes,
wo die Dinge, die dort beschrieben sind, irgendwie so ähnlich klingen wie das, was im Moment so abläuft hier. Ne? Das ist halt so. Und auch darüber haben wir schon häufiger mal gesprochen. So, und diese Malachias, der lebte offenbar von 1094 bis 1148. Und diese Prophetien zielen darauf, kommende Ereignisse zu beleuchten. So steht es hier in dem Artikel von ihm. Eine Zukunft vorherzusagen, die für alle anderen als den Propheten ein Geheimnis ist. Sie erklären denen, die die Sehergabe nicht besitzen, was kommen wird. Wer aber war dieser heilige Malachias, der angeblich die Gabe hatte, die Pontifikate für das kommende Jahrtausend vorherzusagen? Er wurde mit dem Namen Mael Maidok Ua Morger, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, Ua Morger, ne? Im irischen Armagh im Jahr 1094 oder 1095 geboren und starb am 2. November 1148 in Clairvaux. Der Familienname Ua Morger oder Morger wurde lateinisiert in Malachias. Die Weissagungen bestehen aus 112 orakelhaften Sprüchen, die sich auf die Päpste beziehen und von Kolestin dem 2. 1143 bis ans Ende der Welt des Papsttumes oder der katholischen Kirche reichen. Es handelt sich, so steht es hier weiter, bei ihnen um kurze Sprüche, genannt Devise, die sich auf die Person des Papstes, auf seine Herkunft, seinen Namen, sein Familienwappen oder auf die wichtigsten Ereignisse während seines Pontifikats beziehen. Hier die zwei Päpste der nahen Vergangenheit, Benedikt bis März 2013 und die abschließende Devise des Malachias mit der Nummer 112, die sich auf den letzten Papst, nämlich Petrus, ein Römer, den Papst des Untergangs bezieht. Ja, und er zitiert da einiges, das ich jetzt hier nicht unbedingt alles im Lateinischen wiedergebe, sondern nur das, was auf Deutsch geschrieben hat. Während der letzten bzw. äußerst großen Verfolgung der Heiligen Kirche wird Petrus, ein Römer, regieren. Er wird die Schafe unter vielen Bedrängnissen weiden, dann wird die Siebenhügelstadt zerstört werden und der furchtbare Richter wird sein Volk richten. Es wird davon ausgegangen, dass die Siebenhügelstadt Rom sein soll. Kann sein. Ne? Dann die 110. Devise, De labore solis, vom Mühsal Bedrängnis, Arbeit der Sonne, Devise für Johannes Paul II., der lebte von 1978 bis 2005. Die 111. Devise, also das, was jetzt den Papst Benedikt angeht, Gloria Olivae, der Ruhm des Ölbaums, des Olivenhains, Devise für den aktuellen Papst Benedikt den 16., der seit 2005 residiert. Auch hier ist nicht erkennbar, worauf sich diese Devise bezieht. Sicher ist jedoch, dass es sich nicht, wie von einigen im Vornhinein vermutet, auf die Herkunft beziehen würde. Die Quellen, wie gesagt aus den 80er Jahren, hatten in Bezug auf den Ölbaum vermutet, dass es sich wegen der Erwähnung des Ölbaums um einen Papst aus Spanien, Polen, Jerusalem oder um einen Papst jüdischen Ursprungs handeln könnte. Alle diese Orte werden durch den Olivenhain oder Baum symbolisiert. Der Olivenhain ist für die Christen ein Symbol des Friedens und der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, nachdem Noah eine Taube losgeschickt hatte, um nach Land zu suchen, welche mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkehrte. Vielleicht wird dies ein besonderes Merkmal seines Pontifikats. Es heißt, eines der Ziele Papst Benedikts der 16. sei die Wiedereingliederung der Orthodoxen in die katholische Kirche. Würde ihm das gelingen, könnte die Devise sich hierauf beziehen und der Ölbaum Griechenland symbolisieren. Anmerkung hier im Text, beide Devisen beschreiben nichts anderes wie beider Päpste reichliche Bemühungen zur Einführung der NWO, der neuen Weltordnung. Die 112. Devise, also das, was jetzt dann nach ihm käme, Populum suum finis, sein Volk Ende.
Anmerkung zur Geschichte: Malachias sind in einer Vision alle zukünftigen Päpste erschienen. Demnach soll es 268 Päpste geben. Johannes Paul II. War der 266. Papst. Die Prophezeiung besagt, dass der 266. Papst außergewöhnlich lange im Amt bleibt. Dies war auch der Fall. 27 Jahre. Zu Ratzinger: Benedikt dem 16., den 267. Papst, prophezeit Malachias, dass er nur eine kurze Amtszeit, voraussichtlich 8 Jahre, haben wird. Für den letzten Papst besagt die Prophezeiung, dass sich dieser Papst Petrus nennen wird und in der Folge das Ende der katholischen Kirche oder sogar das Ende der Welt bevorsteht. Eine Legende berichtet, dass dann dieser letzte gewählte Papst in den Fluten des Tibers sein Ende finden wird. Soweit hier der Bericht unseres Zuhörers, der uns das hier in kurzer Form geschildert hat. Ja, ihr könnt mir eure Ansichten und Informationen gerne zusenden, von euch, also hier im Chatraum geht es immer ein bisschen schnell, also lieber ist mir dann hier per E-Mail unter radio@wakenews.net. Ja, jetzt hier schreibt einer: Hallo Detlef, der letzte Papst? Fragezeichen. Prophezeiung aus dem Mittelalter hält den nun folgenden Pontifex für den letzten, erschienen bei news.at. Tja, ist der erste Schritt gemacht worden? Fragezeichen. Was sagst du, Detlef? Liebe Grüße, Katalin. Danke. Ja, also ich weiß das auch nicht. Ich meine, das ist die Frage eines Glaubens einerseits. Und wenn die aber diese Sachen so ernst nehmen, dann ist der Rücktritt nur folgerichtig vom Benedikt. Dann musste er zurücktreten. Vielleicht nicht unbedingt freiwillig selbst. Vielleicht hat man ihm quasi so, ne, hinten so langsam, so hier, so zwischen den Wirbeln irgendwas hingedrückt und hat gesagt: So, willst du zurücktreten? Willst du noch ein paar Jährchen im Kloster leben? Hm? Oder nicht? Wir wissen ja, einige Päpste haben auf merkwürdige Art und Weise ihr Leben gelassen. Kein Wunder, ne? Bei der Fülle der Informationen, die die haben. Und dann ist man irgendwann auch mal sagt, also es ist jetzt nicht so viel. Ne? Die werden dann ja auch gefährlich. Ne? Wenn sie sich dann auch nicht mehr so unter Kontrolle haben, dann plaudern sie vielleicht nachher noch was aus. Ne? Wir wissen ja, auch der Papst selbst ist nicht derjenige, der regiert. Ist auch wieder nur eine Puppe. Ne? Aber doch eine bestimmt viel wissende Puppe. Das ist ein Obama auch, ne, wenn er sich alles merken kann. Ne, aber der liest ja das meiste ab vom Bildschirm. Ne. Okay. Hier kommt noch was. Hallo, alle die, die jetzt irgendwelche wirren Kommentare über den Papst abgeben sollten, besser in ihrem weltlichen Matsch bleiben, statt sie über Religiöses auszulassen. Ja, gut, klar. Aber es ist ja so, der Papst ist ja nicht nur eine religiöse Institution für uns, sondern er ist vor allen Dingen einer der Propagandisten der neuen Weltordnung, ist ein ganz entscheidendes, also Papst, beziehungsweise der Vatikan, ja, alles was dahinter steckt, ein wichtiges Machtinstrument, das soll ja eigentlich, und das haben wir auch in früheren Sendungen schon diskutiert, soll es ja eigentlich diese verschiedenen Religionen ja gar nicht mehr geben. Die Absicht der neuen Weltordnung ist es ja, eine neue, für alle gültige Religion zu schöpfen. Und das geht natürlich nicht einfach per Dekret, sondern das muss man vorbereiten und man muss sich verbinden. Und eben, das war ja gemeint, eben auch hier in dieser Darstellung, möglich ist eben, dass das einfach ein wichtiger Schritt ist, um die Tore zu öffnen, dass jetzt alle Religionen irgendwie zusammengeführt werden können. Auf welche Form auch immer, in welche Art und Weise auch immer, werden wir uns dann überraschen lassen, wie sie sich das gedacht haben. So sehe ich das. Also bisschen nüchtern vielleicht, ja. Aber Religion ist eine Sache, daran zu glauben, dass es einen Schöpfer oder eine Schöpfung gibt, ist eine andere. Ja, das eine schließt das andere nicht aus, aber es ist nicht beides das gleiche. Ja, das wollte ich nochmal dazu sagen. Vielleicht, oder? Naja, okay. Hier kommt noch was. Ich solle was nicht vergessen.
nicht vergessen wollen. Das muss aus dem Nordrhein-Westfalen kommen. Das kommt vom Aufgewachten, habe ich nicht vergessen wollen. Heinz Rühmann Film über Terror durch Zinsherrschaft und Krieg. Ein Filmtipp für Detlef und alle Aufgewachten für den heutigen Dienstag. Bitte heute in der Sendung ruhig alles vorlesen. Passt wunderbar zum Thema deiner heutigen Sendung, die Welt in Not. Denn wenn der Papst noch vor dem Osterfest zurücktritt, dann muss die Welt von einer Macht Besitz genommen haben, von dem selbst der Papst zu kapitulieren scheint. Die Macht nennt sich Terror durch Zinsherrschaft und Krieg. Genau davon handelt der Film mit Heinz Rühmann, so schreibt er hier, der seit 4 Wochen mit dem Titel Der Herr von einem anderen Stern auf YouTube in voller Länge und auf Deutsch verfügbar ist. Der Film ist von 1948 und handelt davon, wie ein Außerirdischer, gespielt von Rühmann, die auf Systemsklaven und Konsumsklaven umerzogenen Deutschen weit weg von irgendeiner Menschlichkeit wahrnehmen muss. Rühmann führt alle an ihren persönlichen Defiziten vor. Zuletzt wird er in den Militärknast zur Umerziehung gesteckt. Der Versuch der Umerziehung Rühmann scheitert kläglich. Im Knast wird es immer klarer. Und dann ab 1 Stunde 6 Minuten 39 Sekunden bis 1 Stunde 20 Minuten 44 Sekunden. Hast du genau gecheckt hier, klasse. Wie dominant und irrsinnig und verroht unsere Verwalter und das Militär mit uns Menschen umgehen. Und wie und als was sie uns eigentlich sehen, nämlich als folgsame Sklaven, die ohne Sinn und Verstand arbeiten, kämpfen und töten. Wer jetzt als Zuschauer zwischen den Zeilen liest, kann erkennen, dass das Leben auf der Erde streng nach Haager Landkriegsordnung abzulaufen scheint, statt nach einer eigenen Verfassung, die es nie gegeben hat, auch noch nicht einmal nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Wenn man diesen Film gesehen hat, dann fällt einem die Matrix wie Schuppen von den Augen. Also unbedingt ansehen. Heinz Rühmann in dem Film Der Mann vom anderen Stern. 1 Stunde 28 Minuten. Kann den Link dann auch später noch in den Artikel hineinposten. Herzlichen Dank für dieses aufmerksame Zusenden. Also wer den anschauen will, herzlich gerne. Wunderbar. Klasse. Ja, also wie gesagt, da gibt es also jetzt verschiedene Sichtweisen, was also den Abgang von Papst Benedikt vielleicht verursacht haben mag. Mir scheint das mit dieser aus den Prophetien herbei zitierte Vorhersehung durchaus Sinn zu machen. Ich weiß nicht, wie das seht. Denn die sind ja sehr aktuell orientiert. Und es läuft da alles ab nach einem Plan. Es gibt ein okkultes Werkeln und ein Wissen, was geheim gehalten wird. Wir wissen ja, die Papstbibliothek wurde eine Weile lang gesperrt. Das war im letzten Jahr, soweit ich mich recht erinnere. War dann für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Irgendwas ist da vielleicht auch gemacht und gewerkelt worden. Keine Ahnung, was da abläuft. Hier scheint gerade noch eine andere Information hereinzukommen. Hallo Detlef, gegen den Papst gab es vor einem Jahr eine Todesdrohung. Ein Bischof hat das öffentlich gemacht und das Kompaktmagazin hat darüber vor Monaten berichtet. Der Papst tritt genau einen Tag vor Ablauf des Ultimatums ab. Wow, das ist hochinteressant. Übrigens, das erinnert mich auch an eine andere Information, die ich euch nicht vorenthalten lassen wollte. Muss ich nur gerade eben suchen, weil ja immer die Frage gestellt wird bei der BRD, ja, warum das eigentlich Bundesverfassungsgericht heißt. Da hatte mir jemand was zugeschickt, wo ich sagen muss, das klingt interessant, das könnte sein. Und das machen wir jetzt gerade mal, dass ich das gerade suche. Ich kriege sehr viel, muss ich sagen. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen suchen. Ja. Unabhängig davon, ich finde es jetzt nicht so ganz schnell. Aber ich kann es inhaltlich sagen. Also, die Besatzungsmächte, die in der BRD oder die dann in Deutschland ja waren und quasi alles vorbereitet haben für die Verwaltungsorganisation
die spätere Bundesrepublik Deutschland, die hatten alles natürlich auf Englisch vorbereitet und es wurde dann übersetzt. Und die haben einfach das Gericht, was heute Bundesverfassungsgericht heißt, eben mit ihrem bekannten Wort, nämlich Constitution, übersetzt gehabt und oder benannt gehabt. Und das hat man einfach wortwörtlich übersetzt. Und das heißt ja nicht Basic Law oder so auf Englisch, sondern eine Verfassung oder so ein Grundgesetz, wie auch immer, heißt eben dort Constitution. Und deswegen hat man das 1:1 übersetzt und Constitution heißt Verfassung. Und dass das möglicherweise als Grund dafür da ist, dass es heute ein Verfassungsgericht gibt, ein Bundesverfassungsgericht, einfach aus übersetzungstechnischen Gründen. Sonst hätte es natürlich eigentlich Bundesgrundgesetzgericht heißen müssen, oder? Das klingt für mich sehr nachvollziehbar. Wo ich das jetzt hier allerdings hingelegt habe, ist soweit schon wieder. das rattert hier durch. Ich weiß nicht, ich versuche so viele zu lesen und zu beantworten. Manchmal beantworte ich Sachen, die schon 2 Wochen her sind. Sorry dafür, aber es ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das alles lesen soll. Ja, natürlich mache ich schon, aber das nicht sofort alles, gell? Mach da so ganz schnelle Klicks dadurch. Aber es geht vielen anderen wahrscheinlich auch so. Ne? Müsst ihr ja 3 Sekretärinnen haben, ne? 2 auf jedem Knie eine und dann eine noch, die hinten so fliegt, ne? Oder so. Ne? Keine Ahnung, aber die sollen ja dann eigentlich die E-Mails lesen, ne? Finde ich. Oder? So. Hier, da steht hier auch nochmal. Jawohl, hier schickt jemand noch sogar mit Link mongosweisheiten.blogspot.de. Papst Benedikt tritt zurück. Die CIA. Mache ich gleich mal auf. Hier schreibt dann, hallo Detlef, der nächste Papst wird Berlusconi. Der Mafia. Gut, die Mafia ist eh voll da drin, keine Frage. Da schauen wir hier mal. Okay. Ja, da wird das nochmal bestätigt, hier, was eben auch von der einen Zuhörerin schon reingeschickt wurde. Eine Morddrohung direkt gegen den Papst erreichte den hohen Würdenträger im November 2011. Mit einer Ablauffrist von 12 Monaten, jetzt verkündet Papst Benedikt seinen Rücktritt für Ende Februar. Ja, gut, doch, der Blick sieht so ein bisschen so aus wie, ja. Besser lieber einen Tag zurückdrehen als am nächsten Morgen, ja. Okay. Vor ihm taten dies nur 2 Päpste, zuletzt Papst Coelestin, der 5. im Jahre 1284, ein neuer Papst, soll noch vor Ostern gefunden werden. Die Medien freuen sich bestimmt schon sehr darauf, so steht es dort, die nächsten Wochen über nichts anderes mehr berichten zu müssen, als über das anstehende Konklave. Ja, genau, Konklave heißt das. Ne? Da ziehen die sich dann zurück unter so einen Dachstuhl oder sowas. Ne? Und dann hocken die da alle so, keine Ahnung, was die mal Karten spielen. Oder, ne? Die Entscheidung ist ja schon längst. Die steht ja sowieso schon fest. So wie bei den Piraten, die schwarzen Flecke herumreichen. Wer nimmt den? Okay. Ja, ich sage das ein bisschen Spaß. Auch für diejenigen, die jetzt hier vielleicht in ihren eher religiösen Gefühlen verletzt sein sollten. Ich sag's halt so. Ja? Und unter dem Aspekt sollte man sich das immer... ja. Okay. Also sollte ich jemanden da verletzt haben. Tut mir das leid. Ja. Ob da wohl dabei auch die wahren Hintergründe des Rücktritts spekuliert werden wird. Kompakt berichtete bereits im Juli 2012 von einem ablaufenden Ultimatum an den Papst. Ja, das klingt auch noch interessant. Also der scheint wirklich ganz viele Gründe zu haben, zurückzutreten. Keine Frage, ne? Also, ich meine, wenn du in so einer Position drin steckst, ne, der ist ja der ganze Sumpf, da wird ja ein Ränkespiel sonst gemacht wie sonst was, ne? Das ist die ganze katholische Welt, ja, aller Einflüsse ist ja dort versammelt, da werden Intrigen gemacht, da wird schmutzige Geschäfte werden gemacht, wir wissen, der Drogenhandel und Mafia und Geldwäsche und was weiß ich, wahrscheinlich auch Menschenhandel oder was, läuft alles auch über diese Banken.
weil die Vatikanbank, da kannst du nicht dran, ne? Da kommt keiner dran. Das ist so wie auf den, ja, irgendwo Bermudas oder so. Ne? So, da haben die Bankster dann ihre Konten, ja, Berlusconi, die geht wahrscheinlich auch jeden Tag so seine Summen abziehen. Ja, keine Ahnung. Oder andere. Ne? Berlusconi ist auch nur eine Puppe, Leutchen. Das ist auch keiner, der, den haben sie auch schon mal den haben sie ja schon mal ordentlich zusammengemöbelt. Dann haben sie mal so eine Flasche ins Gesicht gehauen. Und danach sah der aus wie sonst was. Und das war wahrscheinlich auch so ein Denkzettel, vielleicht von der Mafia. Wenn du nicht spurst, dann. Vielleicht ist der Papst auch hier in der Petrouille. Vielleicht. Ja, könnte sein. Weiß nicht, wie ihr das seht. Können wir hier eure Infos gerne noch mit reingeben. Hier schreibt einer, ein Ghana wird es sein, ein Dunkelhäutiger. Ja, ich sag's ja auch, aus Afrika. Alles endet im schwarzen Bereich. Man sagt ja auch, das wird ja auch diskutiert, ob stimmt oder nicht. Keiner weiß es genau, dass alles aus Afrika abstammen soll. Dort soll es ja früher die Anunnaki-Gen-Küche gegeben haben, wo dann alle erzeugt wurden. Kann sein. Also alles stammt aus Afrika. Möglicherweise jetzt kommt noch der letzte Papst aus Afrika vielleicht. Boah. Letztendlich ist es völlig egal, wie er aussieht. Wichtig ist, was das Programm ist, was er umsetzen soll. Denn dass der auch nur eine Puppe ist, davon können wir ausgehen. Weil die Entscheidungen werden immer woanders getroffen. Vielleicht hat er ein bisschen Mitspracherecht oder so. Ne? Das wird schon sein. Ne? Aber nicht viel. Ne? Also wenn du den Obama dir anschaust, ne, was der für ein Wendehals ist, was der so und was der so umsetzt, ne, und da fragst du dich doch auch, was, ja, okay, aber über den wollen wir heute nicht diskutieren. Okay, also ja, hier, mein lieber Freund, hier wird schon ordentlich diskutiert über ganz andere Sachen. Ja, also wer hier noch was reinschicken will, kann das tun unter radio@wakenews.net. Freue ich mich, noch ein Momentchen Zeit, eure Gedanken dazu aufzunehmen. Aber was bedeutet es letztendlich alles für uns? Egal in welcher Richtung das jetzt läuft und wie das von uns ja, gesehen wird oder so. Aber was heißt das? Was bedeutet es? Bedeutet doch im Prinzip nichts anderes als das, was wir gesagt haben. Immer schon, auch im Hinblick auf den 21.12.2012 und auf alles das, was aus anderen Prophezeiungen stammt, dass wir jetzt in einem Umweltprozess uns befinden. Es fängt eine neue Phase an. Das kann man natürlich auch sehen jetzt hier mit dem Papst oder mit den Prophetien, die wir eben gehört haben. Das ist jetzt eine neue als Endzeit propagierte Phase geben könnte, wo eben alles anders ablaufen könnte, anders abläuft und das wird sich auch auf unser tägliches Leben abspielen oder auswirken. Das ist gar keine Frage. Nicht? Die Frage ist nur, in welcher Richtung. Nicht? Und das ist das Schwierige für uns vorherzusehen. Es gibt zum Beispiel jetzt hier vom Wolfensohn einen, der war früher bei der Weltbank, der Boss ist auch einer der meist gehasstesten Leute, weil der ist auch ein absoluter Vertreter derjenigen, die der Schattenregierung, Rockefeller und Rothschild, Minion oder ja, Mitarbeiter, ne, sozusagen. Der ist da ja nicht mehr, aber der hat jetzt mal irgendwo eine Rede gehalten vor Studenten und hat dann erklärt, was eigentlich, was die geplant haben mit der neuen Weltordnung, wie das alles verschoben wird. Dass alle Leute jetzt denken, alles würde im Westen noch so weiterlaufen wie alle die Jahrzehnte zuvor. Sei alles Blödsinn, alles würde in Richtung Asien gehen. Asien und Afrika und auch andere, Südamerika vielleicht noch. Aber Europa und Amerika, das wäre erledigt. Ne? Da wäre nichts mehr. Ich sage das jetzt so ein bisschen inhaltlich. Ja. Und zwar alles verlegt eben in solche Regionen, wo Menschenrechte überhaupt keine Rolle spielen, wo man noch niedrigere Löhne zahlen muss, wo die Lebenshaltungskosten noch niedriger sind, die man eventuell den Sklaven zahlen muss und der Rest ist überflüssig. Ne?
Es ist ganz klar, die Strategie daraus zu erkennen. Ich habe das auch verlinkt, bei mir zu finden auf der Seite awakenings.net news. Also es gibt einen Plan, einen lange aufgebauten Plan, und die arbeiten ja alle miteinander hinten herum zusammen, sind sich nicht immer grün, es gibt bestimmt da auch Auseinandersetzungen, wie schon vorhin erwähnt, aber es wird jetzt also Dinge geben, die sich also auch für jeden Einzelnen hier ändern. Und die sind immer abend dran, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, weil die nicht wissen, wie die überhaupt nicht wissen, wie sie vorbereiten sollen. Wir haben jetzt mindestens immer noch den Versuch, die Wahrheit herauszufinden, und schnappen hier und da Informationen auf, die es in den Matrix-Medien nicht gibt. Und auch hier in Form unserer geistigen und physischen Vorbereitung auf die Zeiten, die da kommen. Ja, wir befinden uns im Krieg. Das ist den meisten nicht klar. Wir sind immer noch im Krieg. Ja. Das ist so. Okay, hier kommt noch was rein. Ratzinger CIA Seilschaften. Da ist etwas erschienen im Blog von Honigmann. Es liegt eine Prophezeiung des Kardinals Romeo aus China vom November 2011 vor, dass der Papst Benedikt der VI. Binnen der nächsten 12 Monate sterben werde. Es war ein ernstzunehmendes Warnschreiben, welches durch die selbstsichere Darstellung des Kardinals für sehr ernst genommen wurde. Das Warnschreiben wurde in der italienischen Presse veröffentlicht. Der Papst Ratzinger versuchte, die Seilschaften des CIA unter Kontrolle zu bringen. Gleiches gilt für die Vatikanbank. Erinnerung, Kreditwürdigkeit in 2012 und P2-Loge, die CIA kontrolliert ist. Tedeschi, vom Papst für die Bank eingesetzt, war das erste Opfer in 2012. Die ganze Geschichte geht zurück bis auf Aldo Moro, die P2 NATO Gladio Connection. Und hat mir da den Artikel dazu gepostet. Ja, herzlichen Dank dafür. Also, es ist alles nicht so, wie es in den Matrix-Medien steht. Also, dass der Papst sich ja irgendwie, vielleicht wird er auch schon eine Weile lang vergiftet, ne? Könnte mal sein. Also, wenn man den manchmal sieht, da denkt man, der hat die ganze Nacht irgendwas gemacht. Bitte, also das sieht so aus, mit den dunklen Rändern hier unter den Augen. Also gesund schaut er nicht aus, ne? Oder schaute er nicht aus. Aber dass es nur wegen seiner Gesundheit ist, das ist zu offensichtlich daneben. Ne? Und wegen Transatlantikflügen zurücktreten, das glaube ich auch nicht, oder? Hier schreibt jemand, ja, der sah mit wie vielen Jahren, 78, noch so fit aus, Detlef. Ja, ne, das kann so sein. Das ist ja eine Methode, das wird ja bei ganz vielen gemacht, also es muss ja nicht Gift sein, es kann auch Strahlen sein und so, ne. Das ist ja eine CIA-Methode, die Leutchen dann schon ein bisschen fertig zu machen, so dass es so aussieht, als seien sie eben so. Ne. Wie viele politische Führer sind auf die Art und Weise schon ordentlich rangenommen worden. Das war ja auch schon eine Sache bei den Römern. Ne? Und die hatten alle einen Vorkoster. Ich glaube, A.H. hatte auch einen Vorkoster. Ne? Der musste erstmal alles probieren. Okay. Arsenikesser. Ja, ja, eben. Kann schon sein. Ne? Dass die ihn also schon Stück für Stück vergiften. Und das muss man ja auch nicht nur übers Essen machen. Man kann das so durch die Haut, ne, nanomäßig durchschleusen. Kein Thema. Ne? Vielleicht hat er jetzt dann, hat man ihm gesagt, also wenn du jetzt zurücktrittst freiwillig, okay, dann lassen wir das und dann darfst du noch ein paar Monate im Kloster verbringen und dann ist Feierabend. Also den Leuten geht es auch nicht viel besser als uns. Wir haben den Vorteil, das muss man einfach nochmal sagen, weil es ist ganz wichtig, okay, weil wir hören uns ja auch nicht nur die Schandtaten der NWO hier gerne an bei mir in der Sendung, sondern wir diskutieren ja auch über Möglichkeiten, was man tun kann. Die beste Möglichkeit, was man tun kann, ist es, dass man sich zusammenschließt, dass wir an die Öffentlichkeit gehen, dass wir so viele wie möglich in den Informationsfluss mit reinkriegen. Auch wenn wir nicht 100% auf der Wahrheit bis jetzt angekommen sind, aber wir können Fragen stellen, wir können die Leute aufrütteln, wir können ihnen zeigen, wie sie sich selbst schlau machen können. Gab das
diese Möglichkeit ja zur Verfügung. Das Internet ist eine tolle Einrichtung und wir müssen das unbedingt für uns aufrechterhalten, so oder so. Und ich glaube, wir haben denen schon eine ganze Menge Sand ins Getriebe geworfen, Knüppel zwischen die Beine gesteckt. Die stolpern so von einer Sache zur anderen und so ganz durch kriegen sie ihre Pläne nicht. Nicht allein jetzt hier, dass der Cameron sich da hinstellen muss und sagen muss, ja Leutchen, also hier von der EU, also so geht's dann doch nicht hier. Wenn ich das nicht mache, hier meine Leute befragt, dann ist meine Dings auch zu Ende. Und da hat wahrscheinlich der Rothschild da in London gesagt, nee, komm Cameron, müssen das noch irgendwie anders hindrehen. Ne? die Maxeln da, der Schulz, der kriegt es nicht hin und der von Rompuy. Der weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll. Also wirklich, wenn der lacht, dann sieht es aus, wie wenn er weint. Wenn er weint, dann sieht es aus, wie wenn er lacht. Das ist komisch. Ich würde mal sagen, also nicht schlecht. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten und eben versuchen, nie, aber auch nicht einen einzigen Moment den Mut zu verlieren. Und das ist das, was sie wollen. Sie wollen uns psychologisch an die Wand nageln, dass wir dann nicht handlungsunfähig sind. Dabei sind wir so stark. Wir sind massig stark. Unglaublich stark, weil wir so viele sind. Und je mehr wir werden und uns zusammentun, sagen wir, mit dem Schrott wollen wir nichts zu tun haben, dann können wir denen noch eine ganze Menge Ärger bereiten. Und das auf ganz friedliche Art und Weise. Ne? Und das machen wir. Ne? Okay. Ja, also so ist es. Ne? Also es kommen hier nochmal so ein paar Punkte im Chat. Mal schauen, ob noch was hier reingekommen ist von euch. Bei radio@wakedis.net nehme ich das gerne noch schnell mit rein. Ja, gucken wir mal. Es traut sich keiner mehr hier, oder? Das war da. Ach so, das war Berlusconi. Ja gut, also Berlusconi, das ist ja auch ein Vogel, mein lieber Freund. es gibt ja eine ganze Menge solche Kandidaten, oder? Lass uns mal überraschen. Es kommt ja, die Wahrheit kommt immer irgendwann raus. Ne? Das ist eine ganz wichtige Information, ganz wichtiges Wissen. Irgendwann kommt die Wahrheit raus, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Und sind ja auch ganz viele Dinge inzwischen bekannt, was zum Beispiel in den früheren Darstellungen, die uns so gebracht wurden in Geschichtsbüchern, ne, und Erzählungen, dass das nicht so stimmt. Ne. Und es ist ja unglaublich, was wir da so erfahren haben. Und das ist auch so, im Zeitalter hier der weiteren Verknüpfung und der Zusammenarbeit auch weltweit werden wir noch eine ganze Menge erfahren. Also da bin ich hoch gespannt da drauf. Ja, und es ist klasse, dass ihr hier heute bei diesem Thema mit eingeschaltet habt. Wie gesagt, ich bringe die ganzen Links nachher noch auf die Seite myawakenings.wordpress.com, über die wir so im Wesentlichen hier gesprochen haben. Auch dies eine PDF und alles das, was ich noch machen muss, das werde ich auch Stück für Stück dann tun. Und ich wiederhole die Sendung gleich für alle, die das nochmal hören wollen oder die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, denn nicht jeder hat schon um 16 Uhr Zeit, live von Detlef zuzuhören. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja? Oder? Klasse. Und die nächste Sendung ist am Donnerstag dieser Woche, 16 bis 18 Uhr. Wir haben dann voraussichtlich auch unseren Interviewgast Thomas Rasloff, den Journalisten, Fotojournalisten, der uns berichtet von den Aktivitäten, die dort durchgeführt wurden seitens der Polizeibehörden da in Frankfurt. Okay, also das ist von Wake News Radio. Super, bis Donnerstag. Ciao, ciao. Wir hören jetzt noch Downtown Hellbound Train von Steve Phillips. Bis dann. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music.